Meister, das Gebäude ist fertig. Ja, die könnten wir dann auch noch anders anordnen. So, noch ein Onyx-Turm erstmal. Habt Geduld, Meister. Dann können wir doch schon mal mit dem Munzelbau anfangen. Meister, das Gebäude ist fertig. Alles, was ihr wünscht. Wie kann ich dienen? Ja! Alles, bin was schon ihr da. Wünscht. Mondsilber. Mine? So. Und ja, ich kann die doch ein bisschen anders anordnen. Nämlich wie kann ich gehorchen? Ich gehorche. So, und dann bauen wir uns auch an der Stelle hier mal ein bisschen auf die ähnliche Art und Weise. Meister? Was verlangt ihr? Ich gehorche, Meister. Alles, was ihr wünscht. Der ist ein bisschen härter im Nehmen. Meister, hilf mir! Die Linien müssen halten! So, Mondsilber wird auch abgebaut. Oh, ich hätte das Schmiede den Todeswirbel. Ich bin unwürdig. Das ist leicht. Ich bin unwürdig. Das ist leicht. Aber ja, unsere Defense macht sich langsam. Ja, was ich halt immer sagen muss, was ich etwas schade oder doof finde, dann Dunkelelfen, ist, dass sie dafür, dass ihre Einheiten so teuer sind im Vergleich zu anderen Völkern teilweise, also nehmen wir mal die Assassine, vergleichen sie mal mit beispielsweise dem Landsknecht, finde ich, dass der Landsknecht ein bisschen besser ist als die Assassine. Der kostet weniger. Nehmen wir den Paladin, die stärkste menschliche Nahkampfeinheit. Ist eben der Summe auch günstiger. Kriegsherren zum Beispiel sind ziemlich teuer. Todesritter sind übertrieben teuer, ehrlich gesagt. Wir werden ja sehen, ob sich das nochmal irgendwie ausgleicht, aber... Oh. Okay. Verstanden, Meister. Hier bin ich, Meister. Ja, Meister.
für die Macht, Krieger! So, meine kleine Armee habe ich. Vorwärts, Krieger! Nur macht uns stärker, ja, Meister. Ja, wenn es sich wirklich viel bringt. Meister? Ich bin unwürdig. Ich gehorche, Meister. Meister, das Gebäude ist fertig. Was verlangt ihr? Ja, Meister. Wie viele können wir eigentlich noch rufen? 4. Also ja, zum Glück steht der Dinger in der Ecke, dass es sich niemand drum kümmert. Denke aber mal, das reicht dann hier an der Stelle auch. Fangen wir mal mit den Gebäuden an, die wir da noch bräuchten. Also eine schwarze Schule. Sofort, sofort! Und Schatten. Eine Schattenschmiede. Und dazu noch, zum letzten noch eine Mondsilberwerkstatt. Todesritter und Havox. Kriegsherrn und Havox. Nekromanten und Hexenmeister. Havox fehlen uns noch. Als Unit. Das stimmt. So, hole ich mal die letzten noch raus, die ich rausholen kann. Ja, das Lager ist jetzt gut gefüllt, aber nicht so rappevoll wie jetzt das Lager in Falunsheim. Hier bin ich, Meister. Ich eile, Meister. So, noch eine Mondsilberwerkstatt. Mondsilber wird ja auch mittlerweile fleißig von uns gesammelt. Ja, wir müssen halt auf Kriegsherren eher gehen als auf Assassinen. Also Kriegsherren, Todesritter und Nekromanten sind so die Einheiten, auf die ich es abgesehen habe. Wobei Todesritter halt nur ein kleiner Teil sein wird. Oh, jetzt kommt da ein kleiner Angriffstrupp. Für die Ehre und Ehre. Der Tod ist nur der Anfang. Gebt euren Befehl. Silbern glitzert der Tod. Okay. Gut, dann errichtet ihr mir hier noch eine zweite Schmiede. Verstanden, Meister.
anderen vier errichten wir noch einen Onyx-Turm. Ich gehorche, Meister. So, schwarze Schule. Ah, Hexenmeister. Ja, stimmt, Hexenmeister haben wir auch noch nicht. Also brauchen wir das Upgrade erstmal nicht. Hämmerung und Todesritter erhalten hohe Resistenzen gegen schwarze Magie. Jeder, der ihnen im Nahkampf Schaden zufügt, wird selbst von der Krankheit Pestilenz befallen. Nur mach es stärker, Meister. Das Gebäude ist fertig. Meister, das Gebäude ist fertig. Das nehme ich gerne. Schwarzer Segen. Kriegsherr erhält Waffe, die über mehrere magische Effekte verfügt. Sie kann Feinde zusätzlich schädigen, ihnen Lebenspunkte stellen und sich selbst hinzufügen oder Mana entziehen. Gut. Noah macht uns stärker, Meister. Das lasse ich mal als mächtige Fähigkeit. Wir sind der Ton Ehre. Meister, das Gebäude ist fertig. So, ihr 10. Baut mir jetzt das Nahrungslager. Hier bin ich, Meister. Ich eile, Meister. Ja, und Meister. Theoretisch kann ich jetzt mal einen Steinmetz abziehen, weil wir brauchen keinen Stein mehr. Also jedenfalls nicht mehr in den rauen Mengen. Ich bin unwürdig. Ach, Nekromanten und Hexenmeister. Okay, das heißt, wir haben bis auf das große Haupthaus, glaube ich, jetzt alle Gebäude. Es werden nur noch eher Einheiten. So, dann errichten wir jetzt Pilzfarm. Danke. Verstanden, Meister. So, damit sollte sich dann alles im Wohlgefallen auflösen erstmal. Also wir haben hier eine Truhe, die habe ich schon gesehen. Hier ist eine Truhe. Hier drüben ist eine Truhe. Hier ist eine Truhe. Hier oben ist eine Truhe, okay. Erstmal müssen wir das Lager direkt vor unserer Haustür dann loswerden. Aber ja, wir haben jetzt die Pilzfarmen. Die sind ungefähr so wie die menschlichen normalen Farmen. Es wird halt ein bisschen dauern, bis wir die Nahrung zusammenkriegen. Was aber jetzt nicht ganz so schlimm ist, weil in der Zeit können wir auf jeden Fall Mondsilber und Eisen sammeln. Und Aria. Hauptsächlich Mondsilber ist gerade wichtig. Ich bräuchte eine zweite Mondsilbermine. So, warten wir noch, dass der eine hier kommt und stirbt. Ach, da ist ja noch einer. So. Dann machen wir hier... Sicher ist sicher. Let's play BK draus. Backup. So. Dadurch haben wir nämlich hier noch sicherheitshalber den Speicherstand. Oh, warum ist das eigentlich 023 und das schon 025?
Egal. Aber ja, wir machen jetzt erst einmal einen Cut. Also, bis gleich.